Frankfurt am Main, Deutschlands Finanzplatz Nummer 1. Hier sind wir mit dem Ex-Fondsmanager Helmut Kiener verabredet. Das ist er. Auf den ersten Blick ein gut gelaunter, unscheinbarer Mann. Er hat dieses typische freundliche Onkelgesicht, wo die Leute auch ein Vertrauen haben. Doch Kiener hat Banken und Privatpersonen um 345 Millionen Euro geprellt. Und wie haben Sie sich da gefühlt? Ja, betrogen, ganz einfach. Ja. Schliffig einfach betrogen und sauer. Wie denkt er nach 7 Jahren Knast selbst darüber? Frage 1. Rechtschaffende Menschen um ihr Erspartes bringen, tut Ihnen das heute leid? Also, ich muss schon sagen, natürlich tut mir das leid. Ich hätte ja jahrelang darüber nachdenken können. Aber ich muss jetzt das Beste draus machen. Kiener gibt sich als geläuterter Mann. Wie wurde er zum deutschen Wolf of Wall Street? Aufgewachsen ist er in bescheidenen, gläubigen Verhältnissen. Ich habe eigentlich Geld verabscheut. Ich wollte mich nie von Geld abhängig machen. Und habe immer gesagt, alles, was mit Geld zu bezahlen ist, ist nichts wert. Als junger Erwachsener ändert er seine Einstellung. Er entdeckt das Geschäft mit Aktien. Und stellt fest, mit der richtigen Strategie und einer Portion Mut lässt sich hier mühelos Geld verdienen. Kiener steigt im Finanzbusiness auf und holt andere mit ins Boot. Eine steile Karriere also. Uns interessiert: Waren Sie stolz auf Ihren Erfolg? Ja, muss ich schon sagen. Also, dass ich da einen gewissen Stolz hatte, weil ich sehr sportlich alles gesehen habe, höher, schneller, weiter. Und es war schon so eine Art Euphorie, weil das immer größer geworden ist und größer geworden ist. Ich habe gesehen, es ist jetzt ein Milliardenprojekt und das ist ja eine Hausnummer. Ja. Immer mehr Menschen vertrauen China ihr Geld an. Der verspricht, es an der Börse zu vermehren. Seine Provisionen gehen durch die Decke. Auf dem Höhepunkt besitzt er Villen, Flugzeuge und mehr. Laut eigener Aussage verdient er zu diesem Zeitpunkt 20.000 Euro die Stunde. Aus heutiger Sicht, waren Sie größenwahnsinnig? Es war wie so ein Sport, immer mehr Geld einsammeln, immer größer werden. Vielleicht hatte ich früher mal Minderwertigkeitskomplexe, aber dadurch wurde ich eben halt auch über ehrgeizig und wollte da übermäßig viel erreichen und kam von Bescheidenheit gerade in das Gegenteil. Ja. Das Problem, Kinas System Geld zu vermehren, kann nicht lange gut gehen. Mit hohen Gewinnversprechen lockt er immer neue Anleger an. Diese wiederum holen weitere Geldgeber ins Boot. Der Geldtopf wächst und wächst und die bisherigen Investoren bedienen sich daran. Der Haken? Kommen keine neuen Anleger nach, bricht das System zusammen. Das muss China bewusst gewesen sein. Gleichzeitig vertrauen ihm die Anleger. Wie ist ihm das gelungen? Wir fragen bei Peter Mattil nach. Der Anwalt hat Kinas Betrugsopfer vor Gericht vertreten. Man sieht ihm das nicht an. Der hat dieses typische freundliche Onkelgesicht, wo die Leute auch ein Vertrauen haben. Also er sieht nicht aus wie ein Mafiosi aus den Gangsterfilmen, sondern eben eher wie der liebe Nachbar. Laut Anwalt ein betrügerisches System, verkauft von einer Vertrauensperson. 2008, der Wendepunkt. An den Börsen geht's weiter drunter und drüber und vor allem zunächst runter. Die weltweite Finanzkrise trifft auch Deutschland mit voller Wucht. Die Kurse fallen. Chinas Kunden wollen ihr Geld zurück. Jetzt mal ganz ehrlich, Herr Kiener, das musste doch so kommen. Ich habe damals geglaubt, es erholt sich wieder. Wir holen den Kahn aus dem Dreck und der Markt erholt sich wieder und es wird alles wieder gut einfach. Hat mir das vorgegaukelt. Ja. Im Nachhinein war das natürlich einfach nur eine Illusion. Das, was jetzt noch an Geldern da ist, holen sich große Banken, mit denen China ebenfalls dealte. Auf der Strecke bleiben ausgerechnet rund 5.000 Privatpersonen, die ihre Ersparnisse investierten. Unter ihnen die Hennessons. Das Ehepaar investierte 100.000 Euro ihres Privatvermögens in das System China. Am Ende war statt dem angepriesenen Gewinn die Hälfte davon weg. Wir wollten eine Absicherung des Studiums unserer Töchter
und hatten damit das Gefühl, so, das ist in trockenen Tüchern, was immer die Kinder brauchen. Die können ihr Studium finanzieren und damit hat sich die Geschichte. Doch statt Sicherheit und Gewinn erhalten sie schlechte Nachrichten. Das kam als Brief, an den ich mich nur so weit erinnere, dass ich gedacht habe, so ein Blödsinn, das kann gar nicht sein. Ja, und dann wurde es halt eben bestätigt über die Nachfrage, dass das Ding eben wirklich betrügerisch bankrott gemacht hat. Und wie haben Sie sich da gefühlt? Ja, betrogen, ganz einfach. Ja. Schlichtweg einfach betrogen und sauer. Ja, aber der Versuch zu gucken, wie kriege ich denn einen Teil oder das ganze Geld wieder. Und deshalb war eben auch die Klage, die wir eingereicht haben. Aber ansonsten kann man sich auch damit leider nur abfinden. Fakt ist, China jonglierte mit Millionen, die ihm nicht gehörten. Die großen Verlierer? Privatanleger wie die Hennessons. Laut Staatsanwaltschaft hat er nicht nur mit falschen Ergebnissen geworben, sondern auch das Vermögen an Geld in die eigene Tasche gesteckt. Herr China, Sie sehen sich schon selbst auch als Betrüger, oder? Es war natürlich wirklich schon falsch, mit solchen Ergebnissen Werbung zu machen und dadurch die Leute, die unerfahrenen Anleger, die nur auf Zahlen gehen und Renditen gehen, praktisch zu ködern. Aber es war nicht als Betrug aufgezogen von Anfang an. Ja? Aber am Ende? Ja, am Ende war es Betrug, kann man so sagen. Ja. Diese Originalaufnahmen zeigen, während Chinas Betrugssystem zusammenbricht, tritt er auf Wohltätigkeitsveranstaltungen auf und gibt sich als Freund und Förderer. Dankeschön, Helmut China! Ohne ihn wäre das heute nicht in so einem Riesenrahmen möglich und schon gleich dreimal kein Benefit als Hauptsponsor, Hedgefondsmanager. Aber im Moment wahrscheinlich, hat man da was zu lachen in diesen Zeiten? Man hat immer was zu lachen. Und wenn man nicht zu lachen hat, hat man was zu singen, oder? Ja, wunderbar. Die Krise ist schon rum, ist alles schon gelaufen. Keine Sorge. Die Finanzkrise ist rum. Mal im Ernst, Herr China, zu diesem Zeitpunkt noch als Gönner auftreten, geht's noch? Don't let your heart get cold. Also ich muss sagen, ich habe mich immer von jung auf schon als Wohltäter gesehen und ich habe ja einiges gespendet. Man kann das sagen, es ist scheinheilig, aber ja, das verträgt sich, Wohltäter und Betrüger. Es ist auch gut für das Image, ja, sozusagen. Ja. Aber nicht nur, sondern auch gut für das Ego. Und wenn ich jemandem geholfen habe, kann ich sagen, ja, hast du jemandem geholfen, kannst dich freuen, gutes Gewissen. Ja. Die Realität holt China aber ein. 2011 kommt ihm der Staat auf die Schliche und er muss sich vor Gericht verantworten. Er weiß, aufgrund internationaler Abkommen gibt es nur wenige Länder, in die er fliehen könnte. Trotzdem, dachten Sie über Flucht nach? Nee, absolut nicht. Also, absolut nicht. Weil? Ich war auch so von mir überzeugt und so, dass ich gesagt habe, ich komme überall raus, egal was passiert, brauche ich mich nicht verstecken. Es liefern ja 99% aller Länder aus, wo will man denn hin? Bei so einer Strafe, da wird man ausgeliefert, es rechnet sich nicht, rein stochastisch, statistisch. Und deswegen hätte ich sowas nicht gemacht. Ja? Ganz der Finanzjongleur bleibt China berechnend. Zunächst streitet er alles ab. Vorverurteilung vom Betrug zu sprechen, tut mir leid. Also das sollte man nicht tun, sowas. Am Ende gibt er es zu. Uns interessiert, warum. Haben Sie gestanden, um das Strafmaß zu reduzieren? Das habe ich. Und teilweise auch was gestanden, was ich im Prinzip gar nicht gemacht habe. Als strategisches Geständnis, um eine geringere Strafe zu kriegen. Ja, das stimmt. Absolut. Das Urteil? Wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Steuerhinterziehung muss China für 10 Jahre und 8 Monate hinter Gitter. Während der Haftzeit erhält er zahlreiche persönliche Briefe von Betrugsopfern. Im Folgenden Originalauszüge. Von dem ersparten Geld wollten wir unsere Altersvorsorge aufbauen. Oder weiter. Wir schlafen schlechter als zuvor, seitdem wir daran denken müssen, dass unsere Ersparnisse von fremden reichen Männern vernichtet werden. Mit seiner Betrugsmasche hat China ganze Existenzen bedroht. Wir fragen direkt, ließ sie das völlig kalt? Hab dann weniger gut geschlafen und auch abgenommen und so. Und nachts bewegt einen das dann schon, wenn man Zeit hat, darüber nachzudenken. Aber
Man muss auch irgendwann mal in der Lage sein, wieder das zu verdrängen, weil sonst nimmt das einen emotional zu lange ein. Ja? Dann heißt es gerne mal, dann müssen wir sie in die Psychiatrie tun, wegen Selbstmordgefahr, weil sie sind zu emotional involviert und denken darüber zu viel darüber nach. Nach gut 7 Jahren Knast kommt Helmut Kiener wegen guter Führung frei. Seine Geschichte ist die eines rasanten Aufstiegs und eines tiefen Falls. Aus Erfolgshunger wurde Gier, für die er am Ende teuer bezahlen musste. Eines interessiert uns noch. Werden Sie jemals wieder Finanzgeschäfte tätigen? Nee, auf keinen Fall, weil ich möchte mit diesem Geschäft und dieser Branche nichts mehr zu tun haben, ganz einfach. Ja. Wir haben einen der größten Finanzbetrüger der deutschen Geschichte kennengelernt. Einer, der bis zum Schluss strategisch vorgegangen ist und hoffentlich aus seinen Fehlern gelernt hat. Denn am Ende zahlt sich Betrug nicht aus.